Und jetzt sind wir wieder bei Let's Play Final Fantasy VIII. Ich habe wieder jemanden dabei, nämlich Stefan89 hier, als wäre ich nie weg gewesen. Oh ja, nur einmal kurz. Teammitglieder auswechseln. Weil wir brauchen nämlich Xelly Boy jetzt erstmal nicht, dafür nehmen wir Quistis. Quistis? Was willst du mit Quistis? Ich brauch sie jetzt. Du brauchst sie. Oh. Zensier das bloß. Na, ja, ich brauch sie für den blöden Lift. Den einen Lifter. Ach so. So, ich dachte für andere Sachen. Ja, denkt ruhig eindeutig. Ist schon richtig. Ja, vor allen Dingen, weil, nö, und sowas. Miep. Ja, miep. Und, naja. Ding dong. Nee, auf jeden Fall. Ja, wo gehst du jetzt hin? Ich gehe hier hin. Wo ist hier hin? Ja, ich zocke hier nebenbei auch gerade was. Das ist nämlich, ach so. Achso, und dann musst du kurz Dingsbums wechseln. Alles klar, dann weiß ich, was du machst. So. Ich will nämlich jetzt den Fahrstuhl benutzen. Was wird hier gebaut? Richtig, hier wird Scheiße gebaut. Wie sonst auch immer. Anstatt, dass sie da einfach eine Räuberleiter machen und irgendwie anders vergessen was einfach. Einfach da hochgehen, aber egal. Ich glaube, dort ging's lang. Ja, ich muss mich jetzt erstmal irgendwie dran erinnern, wie ich da hochkam. Wahrscheinlich über eine Treppe. Hier rüber. Vitra. Er braucht es schon. Kannst du umwandeln in Viagra. Viagra, was ich schon 100 Mal hab. Und hoch mit ihm. Das Team wechseln. Und wieder Kopplungen tauschen. Und wieder Kopplungen tauschen, genau. Denn leider. Hier hast du auch noch Viagra, super. Schleusenschlüssel. Ah, richtig, den brauchst du, glaube ich, für den Hebel, den ich das letzte Mal da erwähnt habe. Und es laggt extrem. Das ist cool. Wieso, was denn? Na, es hat extrem geleckt. Ja, und? Das ist nicht normal. Nein. Das Spiel will dich warnen. Tu es nicht. Egal, was du vorhast. Tu es einfach nicht. Rausgehen ist jetzt wieder eine ganz andere Sache. Du brauchst gar nicht die Kopplungen tauschen eigentlich. Du müsstest nur mit den anderen kurz vom Fahrstuhl wieder runter. Team wechseln. Und dann einfach, ja, mit dem wieder runter. Ach, stimmt. Und dann wieder Team wechseln. Oder ist das nicht möglich? Doch. Na, hier kann ich sogar Teammitglieder auswechseln, das ist das Gute. Besser geht's ja gar nicht. Verrate mir, warum du liegst am Boden, Riku. So, und da habe ich auch wieder meine wunderschöne Truppe. Dessen Aufstellung wieder so beschmiert ist. So. Nein! Doch! So, jetzt erstmal Teammitglieder austauschen. Sicher, so, dass sie das wollen? So habe ich's gern. So nicht anders. So, den Schleusenschlüssel. Ich brauche nur den Schatzschlüssel. Oh, wo es Ding gab, weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Auf jeden Fall habe ich erstmal wieder Kohle bekommen. Kohle? Die
rein theoretisch gesehen eigentlich gar nicht brauche. Richtig. Ach ja, GF Abilities fehlen mir noch. Ah, ja, dann wäre das vielleicht das nächste, was du... Oder? Items sind wichtiger. Mal gucken, was überhaupt als nächstes ansteht. Komm, silberne Sanduhr. Ja, nur eine scheiß High Potion. Was zockst du denn gerade so wunderschönes? Ja, auch Final Fantasy, allerdings 10 ohne Sphero-Brett. Also. Stimmlet. Was überhaupt nicht schwer ist oder so. Schleusenschüsse benutzt. Was siehst du? Und wo kommst du dann hin? Ich glaube zu einem weiteren Boss. Oder nee, da hat sich jetzt. Nee, da hat sich jetzt bei irgendeiner Brücke. Du bist über irgendeine Holzbrücke gegangen irgendwo. Da ist jetzt das Wasser weg. Ja, stimmt. Apropos, war da eigentlich auch ein Schalter? Ich glaube, da war der Wolframator oder. Nee, hier war auch nicht der Wolframator. Hier, nee, hier war das andere komische Viech. Mit den Händen und dem Kopf. Gargantua. Ja. Beschreiben Sie die Person. Ja, sie hat zwei Hände und einen Kopf. Oh, das ist ja schon mal ein sehr geringer Kreis, der da jetzt in Frage kommt. Wir machen uns sofort auf die Suche. Und werden jeden verdächtigen, der zwei Hände und einen Kopf hat. Keine Arme, keine Füße. Es sind einfach nur Kopf und zwei Hände. Zwei Hände. Ja. Klingt komisch, ist auch so. Tschüss, Kinder. Oder nee, warte mal, ich mach den kurzen Weg. Wenn ich hier gerade schon bin. Zack. Und wieder einmal fällt. Oh, der arme Xel. Komischerweise, Xel fällt immer wieder auf die gleiche Art und Weise auf die Fresse. Xel, wie machst du das nur? Du lernst auch nichts dazu. Bist einfach zu dumm, hm? Schatzkammerschlüssel. Hä? Was hat der da jetzt zu suchen? Ich weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Hier war Omega. Kannst du es mit einem Pfeil später mal kennzeichnen? Hm. Richtig, jetzt kannst du da runter. Konnte ich schon vorher auch. Du wolltest eh irgendwas rauspiepsen, hast es nicht gemacht. Ich hab mir das nicht rausgepiepst, was ich wollte. Was war denn hier unten eigentlich noch? Was sowas Tolles war doch hier auch nicht. Aber hier ist gar nichts. Klasse? Aber das kann nicht sinnlos gewesen sein, das kannst du mir nicht erzählen. Oder... Nee. Puh. Hier war übrigens Omega. Ich werde hier nicht einen einzigen Pfeil verschwenden. Verschwendet haben. Ich könnte so frei sein und... in die Komplettlösung gucken. Ach, wozu? Keine Ahnung. Katlepus, Tiamat. Ja, beim Glockenturm. Ja, Tiamat ist beim Glockenturm, der ist nicht so schwer zu finden. Ja, Tiamat will ich auch noch zeigen. Tiamat ist nämlich die einzige Bestie hier, die mich noch interessiert. Schleusenschlüssel. Das habe ich schon bei Omega gesagt. Jetzt einer der mehreren Aufnahmen. Schatzkammerschlüssel.
Schlüssel zum Kerkereingang. Jetzt kannst du den Schatz. Achso, jetzt kannst du dir den Schatzkammerschlüssel schnappen. Achso, das hatte nur den Sinn, dass du dir dann erst den Schatzkammerschlüssel nehmen kannst, wenn ich das jetzt richtig verstehe hier. Ja, dann ist im linken Bereich des Schlosses, da wo du ja schon mal warst, diese Schatzkammer. Und da ist dann auch Katlepus drin. Da musst du allerdings noch ein kleines Sargrätsel lösen. Habe ich schon. Büße dem, der Büße tun will. So, liebe Kinder, das passiert, wenn man nicht zuguckt, sondern in eine Komplettlösung schaut. Man kriegt nämlich überhaupt nichts mit. Ich bin Katlepus, ich herrsche über das Donnerelement. Und wenn Bladrix jetzt nicht schnell dran ist, ist er tot. Analyse. Warum machst du Analyse auf ihn? Keine Ahnung, einfach weil ich Spaß dran habe. Dieses Monster wendet sowohl physische als auch magische Angriffe an. Neben Donnerzauber besitzt es auch Meteor. 16.500 HP, wie schwach. Multi! Ich glaube, du one-hittest es. Au, oh, könnte aber ganz knapp werden. Ich glaube, das könnte knapp werden. Ich glaube, Bladrix ist tot. Xell unter Umständen auch. Xell ist auf jeden Fall tot. Rinoa ist überlebt das Ganze, obwohl sie hat... Was? Xell hat okay, überlebt. Xell wurde nur einmal getroffen oder zweimal. Er ist ja tot! Naja, gut, dann ist er halt tot. Ja, ich glaube, Katlepus war der Einzige, der so richtig kompliziert war. Wie er einfach schläft. Ihm ist langweilig. Zu schwer. Mhm. 30 HP. Jetzt fehlt nur noch das Gegenteil, das Aufschwert. Also Item, GF oder Speichern? Ich nehme Item. Item oder GF. Speichern? Moment, es fehlen dir noch zwei. Moment. Sphinx hast du, Dormen hast du, Trippelklinge hast du. Kokutos. Ja, der fehlt mir auch noch. Achso, da brauchst du auch wieder eine Nebenparty. Auch? Wo das denn? Da hat irgendwas mit dem Kronleuchter. Richtig, du kannst doch irgendwie über den Kronleuchter laufen. Achso, ja. Der fällt ja immer runter und da kannst du noch irgendwie rüberlaufen, stimmt. Ja gut, das Viech war auch noch ein bisschen komplizierter, weil du da eine Nebenparty brauchst, aber sonst... Tiamat, da brauchst du keine Dingsbums. Tiamat sollte auch nicht so stark sein. So, der wird hier in der Komplettlösung mit 89.800 HP angegeben. Katlepus mit 31.500, er hatte nur ungefähr die Hälfte. Also Tiamat wird wohl auch nur ungefähr die Hälfte haben. So, damit ich auch wieder die richtigen Kopplungen an den richtigen Stellen habe. Ansonsten richt mich das ein bisschen auf. So, wie soll ich da jetzt rüberkommen können? Ja, da musst du irgendeine Nebenpartie irgendwo wohl auf ein Gegengewicht oder sowas stellen. Neben der Luke zum Weinkeller. Stelle deine Nebenpartie auf das Wechselfeld neben der Luke zum Weinkeller und betätige den Schalter. Wenn du den Kronleuchter nun mit der Hauptpartie überquerst, fällt er nicht nach unten. Hä? Kurzum, ich muss da einmal mich runterfallen lassen, in den Weinkeller gehen und dann...
Ach. Hebel wurde umgelegt. So, das Team wechseln. Okay, er hat es. Dann brauche ich ja jetzt auch nicht mehr zugucken. Verbraucht. Wenn ich schon solche Tipps bekomme, dann sehe ich das schon. Und jetzt kann ich rüber. Wird es Moment mal, ich